Das tut mir leid, Conan. Habt ihr eine Ahnung, wer oder was ihn entführt hat? Das ist schlimm. Würde die mit sagen, was für Waffen ihr zu verkaufen habt? Der kleine Bug ist wahrscheinlich einfach nur abgehauen. Hätte ich auch getan, wenn ich einen so deprimierten Langweiler zum Vater hätte. Nehmen wir das erste. Glaubt ihr, ich würde hier stehen und auf Metall rumhämmern, wenn ich das wüsste? Er ist einfach verschwunden. Ich sag euch, ohne eine Spur. Selbst der alte Arundel konnte nichts entdecken und er hat eine Nase für solche Dinge. Ich nehme an, was ihn entführt hat, wird zurückkommen und mich als nächstes holen. Ich kann nicht mal sagen, dass mir das ungelegen käme. Ich habe mit Arundel gesprochen. Er glaubt, der Ursprung des Bösen könnte im Tal der Schatten liegen. Das tut mir wirklich leid, Conlan. Vielleicht könnt ihr mir zeigen, was für Schwerte ihr habt, damit ich mich rüsten kann gegen solche Banditen wie jene, die euren Sohn entführt haben. Ich würde mich liebend gerne den ganzen Tag über euren verschwundenen Sohn unterhalten. Aber ich bin eigentlich hier, um Waffen zu kaufen. Habt ihr welche für mich? Was habt ihr für welche? Interessant, lebt wohl, Cola. Nehmen wir das erste wieder. Das Tal der Schatten wieder. Das überrascht mich gar nicht. Der Ort stinkt förmlich nach Unheil. Die meisten Bewohner der Stadt meiden ihn wie die Pest. Die diese Richtung einschlagen, werden nicht mehr gesehen. Darf ich sehen, was ihr zu verkaufen habt? Also ja, er hat einen Plattenpanzer. Das ist so eine der besten Rüstungen. Also die zweitbeste, glaube ich sogar. Der Prunkharnisch ist das Beste. Kleiner Schild, Langschild, Standardwaffen, Kurzbogen plus 1, Kompositlangbogen, Bastardschwert plus 1. Das ist immer gut, sowas zu haben. Die hier wären ganz nett. Das ist nämlich was für ein Magier. Also Magiertöter und Kenzer können das nicht tragen. Helm des treuen Verteidigers. Riesenmörder, Speer. Also er hat viele tolle Sachen hier. Munitionsgürtel. Oh, der ist neu auf jeden Fall. Gut, okay, wir verkaufen erstmal alles an. Waffenzeug, was wir so von den Goblins geplündert haben, auch wenn das nicht viel wert ist. So. Also wie gesagt, die Bögen sind eigentlich das Einzige, was die Goblins Wertvolles dabei hatten. So. Dann hätte ich gerne. Wo ist Munition? Zwei Stacks für ihn. Und zwei Stacks Bolzen für sie. Waffenzeug, so werde ich erstmal nicht kaufen. Sondern einfach erstmal. Das kann sicherlich gerade wirklich keiner identifizieren, oder? Nein, das sind einfach nur Pfeile. Da behältst du die mal, bis du sie identifizieren kannst. Wie hoch ist denn die deine Sargkunde? 12. 16, 12. Also ihre Sargkunde ist sehr hoch. 7 und 5. Also wenn, dann kann sie Sachen einfach so identifizieren. Dann behältst du die mal. Gut. Dein Befehl. Es soll geschehen. In Ordnung. So, jetzt sind wir erstmal ausgeruht und ein bisschen leichter. Hier können wir wieder runterlaufen. Und ja, hier oben müsste Oswald. Also erstmal sind hier Oswalds Kühe. Ja, Oswalds Labor. Hier ist unser Trankhändler, sozusagen, in Kuldaha. Weiter!
Da ist er. Hätten Sie nicht den englischen Namen behalten können? Fiedelbieger klingt so komisch. Oh, hallo, ich habe euch nicht hereinkommen sehen. Womit kann ich dienen? Wer seid ihr? Natürlich sollte ich mich erstmal vorstellen. Unhöflich von mir. Manchmal bin ich einfach völlig in meine Arbeit versunken. Mein Name ist Oswald. Oswald Fiedelbieger. Ich nenne ihn weiter Fiddlebetter. Was ist das hier? Nun, dieses Schiff ist mein Zuhause. Zumindest seit ich hier vor einem Jahr abgestürzt bin. Ich weiß ja, optisch macht es nicht so viel her, aber eines Tages werde ich es wieder zusammengeflickt und in der Luft haben. In der Luft, ihr meint, dieses Vehikel kann tatsächlich fliegen? Natürlich kann es das, oder zumindest konnte es das einmal. Das hättet ihr mal sehen sollen. Es war einfach unglaublich, so als würde man auf einem Meer von Wolken segeln. Es ist meine größte Erfindung bisher, wisst ihr? Ein fliegendes Boot, wie... das ist wirklich faszinierend. Wozu habt ihr denn so etwas Merkwürdiges gebaut? Nehmen wir das erste. Ich bevor, dass ihr das denkt. Ich nenne es Luftschiff. Ist das nicht wunderbar? Luftschiff. Wie ein Schiff, das durch die Luft fliegt, versteht ihr? Ganz schön clever der Name, was man, wenn man darüber nachdenkt. Ja, wirklich clever. Wozu habt ihr so etwas Merkwürdiges gebaut? Die Pässe über den Grat der Welt sind voller Gefahren. Die Karawanen, die zwischen den Südländern und Zehnstädten verkehren, müssen nicht nur mit dem schwierigen Gelände, sondern auch mit hinterhältigen Kreaturen fertig werden, die da umhausen. Ich wollte einfach einen anderen Weg durch die Berge finden oder vielmehr über die Berge. Und weil ihr seid ihr in Kuldaha gelandet? Tja, nun, das ist eine recht beschämende Geschichte. Es war nämlich so, als ich auf Jungfahrerreise des Luftschiffs die Überquerung versuchte, war ich alleine an Bord. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten, jemanden in Brunshanu zu überzeugen, mich zu begleiten. Also die Hauptstadt der Zehnstädte. Sprecht weiter, ich höre zu. Jedenfalls habe ich das Schiff in die Luft gebracht und bin auch ausgezeichnet über die Berge vorangekommen. Es war wirklich eine herrliche Aussicht. Die Wolkenschwaden, die schneebedeckten Gipfel, die in der Sonne wie Diamanten glänzten. Ich war wahrscheinlich von dieser Schönheit so betört, dass ich diesen einen Felsvorsprung erst bemerkte, als es zu spät war. Ihr seid gegen den Berg geflogen. Wie ist das passiert? Tja, bei dem Zusammenstoß wurde der Rumpf des Schiffs weit aufgerissen. Der Steuermechanismus wurde schwer beschädigt und das Schiff begann an Höhe zu verlieren. Ich versuchte verzweifelt es oben zu halten, aber es ging abwärts. Ich fiel von Himmel wie ein Stein. Ich hatte wirklich Glück, dass ich in Kuldaha abgestürzt bin. Das war wirklich Glück. Und was macht ihr jetzt hier? Ich bin Erfinder sozusagen. Ich mache Dinge. Dinge, um das Leben der anderen zu verbessern. Wie zum Beispiel dieses Schiff. Ich versuche mich auch ein bisschen in der Alchemie. Möchtet ihr vielleicht mal den einen oder anderen Zaubertrank probieren, den ich gebaut habe? Klar, was für Tränke habt ihr denn? Ich habe ganz verschiedene. Im Moment arbeite ich an einer speziellen Mischung für die Bauern in Kuldaha. Einem Trank, der ihr Vieh vor der bitteren Kalfon schützt, die sich in dem Tal breit zu machen scheint. Einige Bauern haben mir freundlicherweise ein paar Kühe zur Verfügung gestellt, die für meine Experimente als Textobjekte dienen. Das erklärt die Kühe draußen. Ihr testet eure Tränke an den Kühen. Findet ihr das nicht ziemlich grausam? Unsinn, ich würde diesen Tieren niemals wehtun. Ich betrachte sie sogar als meine Freunde. Und außerdem würden sie ohne meine Hilfe alle erfrieren. Verstehe, habt ihr auch Tränke, die für uns nützlich sind? Ganz bestimmt, ich gebe euch gerne jeden Tag, den ihr benötigt, zu einem vernünftigen Preis. Versteht sich. Sehr gut, sehen wir mal, was ihr habt. Also ja, den Heiltrank, den kennen wir. Heilungselixier, Gegengift, Feuerschutztrank. Also die drei wichtigsten Tränke sozusagen erstmal. Feuerschutztrank, Trank der Frostriesenstärke, also um für eine Minute die Stärke auf 21 zu heben, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Heldentränke sind auch sehr toll. Reduziert den ETW um 10%, erhöht die Trefferpunkte um 10%, hält auch 10 Minuten lang der Heldentrank. Unsichtbarkeitstrank und Verwundbarkeitstrank setzt die Rüstungstaste auf 0 und gibt Rettungswurf plus 5. Brandöl zum Werfen, Schnelligkeitsöl, Mamas Tee, flammendes Öl, also nochmal was zum Werfen, Tranktasche, haben wir schon eine. Ja. Gut, sofort. Das heißt, hier können wir uns mit Tränken eindecken. Ihr seid wichtig zu wissen, wo die Händler sind, weil Kuldaha die einzige Stadt ist, die wir hier einverstanden haben. So gesehen.
Im Tempel können wir natürlich auch die grundlegenden Heiltränke kaufen. Heilungstränke, sage ich jetzt einfach mal. Und hey, Sagt was gewiss. Das hier sieht sehr interessant aus. Bruder Gas. Und da ist die Schwester, genau. Willkommen, mein Freund. Ich bin Bruder Gas, treuer Diener des Marthas. Sorgt euch nicht, denn ihr seid in den Händen des einen, der alles trägt. Hat euch schon mal jemand gesagt, dass ihr aussieht wie Bruder Ferg, der Priester draußen? Ja, des Öfteren. Kein allzu großer Zufall. Wir sind schließlich Zwillinge. Wirklich? Und ich dachte, alle Priester sehen Marthas sich gleich aus. Das erklärt natürlich alles. Ich war nur neugierig. Ja, und ich kann irgendwie behilflich sein, mein Freund. Seid gegrüßt, ich brauche einen Heiler. Man sagt mir, ich soll mich an eine Schwester Kaliana wenden. Natürlich, die ehrwürdige Schwester Kaliana ist beim Gebet einmal Ptah. Sie ist die Richtige, um sich um eure Wunden zu kümmern. Und sie kann euch auch mit den wenigen Heilmitteln versorgen, die unserem bescheidenen Tempel noch geblieben sind. Die wenigen Heilmittel, die euch noch geblieben sind? Es gehen euch doch nicht die Bestände aus. Ihr fürchtet doch. Die guten Bürger von Kulda haben in letzter Zeit großes Leid erfahren. Indem wir ihre Last mit ihnen teilen, haben wir unsere Bestände an Heiltränken und Gegenmitteln beinahe erschöpft. Doch mir ist zu Ohren gekommen, dass man solche Dinge auch woanders in der Stadt finden kann. Wirklich und wo? Der Gnom Oswald Fiddlebender soll sich mit Alchemie auskennen. Er wohnt in diesem Luftschiffswrack auf der Anhöhe über dem Tempel. Man sagt auch, dass Oryk, der Magier, einige Wundermittel besitzt. Er ist allerdings ein ziemlicher Einsiedler. Er lebt in einem kleinen Turm auf der anderen Seite der Stadt, westlich von hier. Danke für die Information. Lebt wohl. Weg in Ordnung. So, was hat sie noch zu sagen? Seid gegrüßt, mein Freund. Willkommen im Haus der blutenden Rose. Mögen die heilenden Hände des Marthas euch von eurer Qual befreien und eure gepeinigten Seelen heilen. Schwester Kaliana, nehme ich an. Man hat mir gesagt, ihr versteht euch auf die Kunst des Heilens. Man hat euch richtig informiert. Das stillverstehende Vorsteherin des Tempels wird mir die Ehre zuteil, denen die Hilfe brauchen, jede Art von Beistand zu leisten. Keine leichte Aufgabe bei all dem Unheil, das die Stadt in letzter Zeit heimsucht. Stellvertretende Vorsitzende des Tempels, wer hatte normalerweise dieses Amt inne? Bis vor einigen Wochen die ehrwürdige Mutter Egenia den hatte die ehrwürdige Mutter Egenia den Vorsitz über dieses Haus. Zu unserem Jammer verschwand sie wie viele andere in der Stadt und man nimmt an, dass sie tot ist. Als nächstes ranghöheres Mitglied des Klosters habe ich die Aufgabe der Tempelvorsteherin übernommen, bis sie oder der ehrwürdige Bruder Pokelin zurückkehren. Wir haben mit Schwester Kaliana gesprochen, der neuen Oberpriesterin des Senates im Tempel in Kuldaha. Sie hatte die Funktion der Oberpriesterin übernommen, nachdem Mutter Genia vor ein paar Wochen verschwunden war. Kaliana erzählte außerdem, ein anderer Imata-Geistlicher, ein Mann namens Bruder Pokelin, sei kürzlich aus dem entfernten Kormir nach Kuldaha gekommen und wollte im Kloster des Weinenden Flieders in Brütschanda um Hilfe ansuchen. Kaliana fürchtet, er könnte ebenfalls verschleppt sein. Wollt ihr damit sagen, eure ehrwürdige Mutter wurde entführt? Vielleicht, wir sind nicht ganz sicher. Sie war es leid, tatenlos zuzusehen, wie die Menschen um sie herum des Nachts entführt wurden. Deshalb beschloss sie, eine Mitternachtswache vor den Toren der Stadt zu halten, in der Hoffnung, dass auch sie an den Leiden der Entführten teilhaben möge. Das war das Letzte, was wir von ihr gesehen haben. Ihr Schicksal bleibt ein Rätsel. Ihr sprach von ehrwürdigem Bruder Pokelin. Wer ist das? Der ehrwürdige Bruder Pokelin ist ein ranghoher Priester im Marthas, der bei uns zu Gast war. Er kam vor einigen Tagen durch Kuldaha auf seine Pilgerreise zum Kloster des weinenden Flieders in Brütschanda. Er ist von weit her gereist, den ganzen Weg von Kormir, hat er, glaube ich, gesagt. Er muss aus einer entlegenen Gegend stammen, denn er trug ein heiliges Zeichen im Marthas, das ich noch nie gesehen hatte. Jedenfalls versprach er uns, mit Hilfe wiederzukommen, sobald er Brünschande erreicht hat. Ich hoffe, es ist ihm nichts zugestoßen. Faszinierend, um auf die Heilung zurückzukommen. Welche Art von Hilfe könnt ihr anbieten? Ja gut, sind wir mal so nett und spenden dem Tempel. Was? Gucken, was können sie alles? Eigentlich alles, was jeder Tempel so kann. Also Segen, leichte Wunden heilen. Magie bannen, Fluch brechen, Gift neutralisieren. Heiltränke, die sind allerdings teurer als bei Oswald, genauso wie die Gegengifte auch. Also würde ich es hier nicht unbedingt kaufen. Und halt die normalen Spruchrollen, die sie sprechen könnte.
Wobei es krass ist, leichte Wunden heilen kostet mehr als ein Heiltrank. Also bringt das nicht viel. Und ja, identifizieren. Nein, gewiss. Gut. Ja, gewiss. In Ordnung. Das heißt, wir können uns noch die drei Gebäude ansehen. Bei Tempos. Die Vision zeigt die Wahrheit. Ihr seid die Helden aus meinen Träumen. Kenne ich euch? Wovon redet ihr? Ihr müsst uns mit anderen Helden verwechseln. Den wohl kenne ich euch. Unsere Wege haben sich bis zu diesem Tag nicht gekreuzt. Ich bin Yolda, Sohn des Rettrick, Ältester und Schamane des Stammes des Bären. Gut, euch zu treffen, Yolda. Was ist diese Sache mit Träumen und Visionen? Was macht dein Stammesmitglied hier in Kuldama? Schamane, ja, das erklärt all diesen Unsinn über Visionen. Fragen wir mal Die zwei. Vision ist der Grund, warum ich mich an diesen Ort begab. Tempos hat mich zu euch geführt.